Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077, wo wir für dahin versuchen, Level aufzusteigen, damit wir mit der Haupthandlung einigermaßen sicher weitermachen können. Oh, okay, da können wir auch nicht mit dem Auto durch, scheinbar. Und darum suchen wir uns... Und darum suchen wir uns ein paar von diesen Prügelei-Quests hier. So, waren das schon alle? Sieht so aus, als wären das schon alle gewesen. So, schauen, wo wir dann als nächstes hinfahren. Das sind ja hier oben. Hier ist nichts weiter, ne? Nein. Wie gesagt, diese ganze Fragezeichen-Sachen, die sind alle noch zu gefährlich, wie das hier. Gefahr hoch. Ich meine, viele haben nur Gefahr mittel. Also vielleicht sollten wir das da versuchen. Aufträge, die sich nicht gleich in den Schlagzeilen, die nicht gleich in den Schlagzeilen auftauchen. Fahren wir mal dahin gucken. Wir brauchen ja nicht nur die langweiligen Prügelquests machen, wir können ja mal einen Nebenauftrag machen. Stopp, 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 stopp. Können wir erstmal die Ohrringe verkaufen, die wir hier noch haben, und die Westen. Ja, das 95. Lexington. Jo, das bringt schon mal was. Item ist aktuell, ausgerüstet. Okay, dann geht das nicht. Dann müssen wir diese hier verkaufen. So war das, ne? Ja. Und hier. Ist das Holster und gefälschte Dokumente? Aha. Da haben wir wieder eine über. Komplett Amplifier. Mhm. So. Ja, würde ich sagen, haben wir das doch alles, und wir haben unseren das Rückzahlen unserer Schulden wieder raus. Wir sind ungefähr da mit dem Geld, wo wir vorher waren.
Warum musste ich nur an Hinter geraten? Dieses Jucken. Soll das jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Es ist doch nur Stahl! Was ist passiert? Deine Implantate sehen etwas unfertig aus. Unfertig oder nicht? Spielt keine Rolle. Ein Biku entehrt seinen Körper nicht mit Cybermodifikationen. Es ist gegen den Pratimoksha. Das alles, obwohl sie davon wussten. Für mich gibt es kein Zurück. Soll das heißen, ich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Dein Bruder? Ist er noch bei ihm? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet, wie ich. Was springt dabei für mich raus? Ich arbeite nicht umsonst. Ich habe nicht mehr als meinen Dank anzubieten. Ich bitte dich, mach nur diesmal eine Ausnahme. Das Universum wird es dir mit Karma vergelten. Ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei, versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus, nördlich von hier, gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. So, ich glaube, da war das Problem, dass man halt den Typen relativ ungesehen befreien muss. Und das ist relativ schwierig, aber versuchen wir da mal unsere Schleichen-Skills zu trainieren. Wir können ja vorher abspeichern, das sollte vielleicht gar keine schlechte Idee sein. So, speichern wir hier mal ab. Was? Speichern wollte ich. So. So, das da ist der Vordereingang. Aber hier hinten kommt man auch rein. Hoffe ich zumindest. Okay. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. Okay, also die beiden haben wir schon mal ausgeschaltet. Und zwar nicht tödlich. Vielleicht sollten wir hier auch abspeichern. So. So, da draußen ist auch noch einer.
Wow. So. Haben wir hier Nachrichten? Porno, okay. Aha. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte. Ich will das nicht. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombudas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf dem Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieb. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Ja, sicher. Ja. Mein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier. Auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Okay. So, jetzt geht er raus, super. Wo war denn hier der Ausgang? Sag mal, hier, ja. So, wo ist der nächste? Hier. Eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Okay. So, Fenrir, das ist eine epische Waffe. Die wird mal in den Kofferraum getan, damit wir die nicht aus Versehen auseinanderbauen. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, was das hier für ein Auftrag ist. Mein lieber Freund, der TV-Prediger Bryce Stone braucht unsere Hilfe. Sein Junge wurde entführt und ein paar Tage später auf brutale Weise ermordet. Das NCPD hat den Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bryce wollte die Sache nicht ruhen lassen und konnte die BD-Aufnahme des Mordes an seinem Sohn aufspüren. Aber die Wirte wurde stark geschnitten, sodass sich darauf kaum Hinweise befinden. Wenn es dir gelingt, das Rohmaterial aufzutreiben, könnten wir vielleicht den Mörder identifizieren. Das Wirte wurde von zwei XBO-Tunern Gottfried und Frederik in Northside produziert. Ich wette, sie haben noch
irgendwo das Original herumliegen, aber nimm dich vor den Maelstromern in Acht, die sie beschützen. Okay, machen wir das mal. Also wir müssen jetzt hier irgendwie rüberkommen. Mal, ob wir hier rüberspringen können jetzt. Können wir, cool. Shit. So viel zu schleichen. Haufen Schlappschwänze. Hab den Wichser gefickt. Und jetzt Schwanzgesicht. So, gucken wir mal. Kampfmaschine 6, also das nächste Mal muss ich wieder Coolness erhöhen. Okay. Electronic Murderer, a feast for the eyes, okay. Ja, alles eingesammelt. Ja. So. Gottes Willen.
Extended Schweißversion, um Himmels Willen. Gucken wir uns erstmal den Computer an, bevor wir die aufwecken hier. Ich brauche eine Ausstattung zum Tunen von BDs. Was würdest du mir empfehlen? Darf aber nicht zu teuer sein. Gottfried Persson, hi Max, du willst uns wohl das Geschäft streitig machen, was? Wenn das Zeug nur für dich ist, dann kann ich dir gerne Geräte ausleihen, die ich nicht mehr benutze. Übrigens, was ist eigentlich mit den neuen Aufnahmen? Du hast es echt drauf. Super, ich komme vorbei und hole die Sachen ab. Keine Sorge wegen der Aufnahmen. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Max Pelletier. Freddy meinte, ihr könntet auf faktorische Ebene nicht erreichen. Ich habe herausgefunden, dass das letzte Arasaka, okay. Okay, Tiere, Menschen, Leichen. Ach du meine Güte. Irks. Aufwachen, Gentlemen. Was ist hier los? Security! So weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tun und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Wir finden eine Lösung. Sag mir einfach, was du willst. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Ja, nee, sorry. Da die Polizei sich dafür irgendwie nicht... Warum musstest du ihn umbringen? ...nicht interessiert. Ich tue alles, aber... Weil es ist ein moralisches Dilemma, aber sorry. So. Okay. Gebiet verlassen, gut. So viel dazu. Fertig. Okay. Verlinken können wir nicht. Okay. Dann haben wir hier tatsächlich alles, was? Übergabeort, okay. Neue Aufträge verfügbar, wow. Ja. Gefahr mittel, Gefahr hoch. Gefahr mittel, fahren wir mal dahin.
Sag mal. Ich habe die Paparazzi-Arbeit für dich. Du sollst mir die Aufnahmen einer Maelstrom-Initiationszeremonie besorgen. Um in eine Gang reinzukommen, muss man sich einer OP am Sehnerv unterziehen. Ist so eine Art Aufnahmeritual. Ich bezahle dich für eine Filmaufnahme dieses Rituals. Am besten suchst du die in der Heaven Med Clinic. Dort kommen alle neuen Rekruten das erste Mal unter das Messer. Die OP-Säle sind alle mit Kameras ausgerüstet. Bring mir eine Datei, die ganze Platte oder verschaff dir Zugang zum Server, wie du es anstellst. Ist mir egal. Okay. Können wir mal wieder versuchen reinzuschleichen. Kommen wir wieder nicht rein in den Computer. Müssen wir wieder anders machen. Okay. Ach ja.
Also hier ist es schon mal nicht. Geh in den Serverraum. Was ist denn der Serverraum? Das ist der Serverraum? Nee. Klaue die Aufnahmen der Operation. Wo? Ach da. So, gehen wir mal 108 72. So, 2. So, schadensbasierte Statuswirkung auszulösen, 2. Kritische Trefferchance 2% oder das hier 5%, machen wir das, so. Geht nicht. Aha. Geht das nicht? Aha, kriege ich Stealth für. Sehr gut. Ah, da können wir noch einen reintun. Okay. Komm mal aus der Klinik, da geht's raus, ja? Ja, ja.
Ja. Hab die Daten. Danke, Wie. Auftrag erledigt. Sehr gut. So, schauen wir mal. Das ist der nächste. Nehmen wir mal den Bus hier. Shit, das ist gar keine Straße hier. Ja, ja. Ein Cyber-Psycho. Psycho. In Northside ist gerade die Hölle los. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Sieh mal einer an. Ah. Ist aber die Frage, ob ich das überhaupt kann mit den Waffen, die ich dabei habe. Weil da brauchen wir am besten so einen Prügelstock. Hallo. Ich hätte gerne... geht doch. Ha! Weil die sollen wir nicht umbringen und wenn ich die mit dem Knüppel hau, dann... Dann bleibt er am Leben. Und die können den abholen. Und vielleicht heilen, wer weiß. So, ich soll einen Splitter lesen. Gucken wir mal. Lies den Splitter Lebwohl des Angreifers aus. Okay. Splitter. Aha. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Okay. Lesen wir einfach mal alles. Okay, da geht's weiter.
Ah. Können wir das hacken? Versuchen wir später. Terminal, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen, seit ihr mich geschnappt haben. Ich weiß, dass du nach mir suchst und bestimmt bladibladibla. Aha, okay. Schicke Regina eine Nachricht. Okay. Ja. 14 Street Cred, das ist schon gar nicht schlecht. So, ach Gott, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Hier raus oder was? Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Schauen wir mal, wo ist der nächste Auftrag? Der ist immer noch zu gefährlich, aber den hier. Wer hätte das gedacht? Ja, das können wir machen. Das machen wir aber beim nächsten Mal, weil wir haben schon wieder extrem überzogen. Und ja, dann vielleicht schauen wir mal, wie weit wir sind, ob wir vielleicht dann mit der Haupthandlung weitermachen können. Ansonsten machen wir weiter diese lustigen Nebenaufträge, wie zum Beispiel diesen Ripperdoc befreien jetzt beim nächsten Mal. Und schauen, wie weit wir kommen. Bis dann und like das Video, subscribe dem Kanal. Macht, was ihr wollt. Bis dann. Tschüss.